Im Museum Ritter ist gerade eine umfassende Ausstellung zu dem Künstler Peter Weber zu sehen. Peter Weber ist vor allem für seine Faltungen bekannt, die seit den frühen 1990er Jahren entstehen. Sie werden in unserer Ausstellung ebenso vorgestellt wie das Frühwerk des Künstlers, das es für viele noch zu entdecken gilt. Noch während Peter Webers Studienzeit im Fachbereich Gestaltung an der Fachhochschule Hamburg entstehen geometrische Reliefs aus verschiedenen Materialien sowie Bildobjekte mit Riffelglasscheiben, die in der Tradition von Op-Art und Kinetik stehen, denn sie zeigen Flimmereffekte und sie suggerieren Bewegung. Auf die Riffelglasbilder folgt dann die Werkphase der Linienbilder. Auch hier geht es um Wahrnehmungsphänomene, die auf der Überlagerung von zwei Linienstrukturen basieren. Auf diese Weise werden optische Effekte erzeugt. Es wird zum Beispiel Licht suggeriert oder vor- und zurückspringende Formen. Peter Weber experimentierte mehr als 15 Jahre mit den gemalten Linien. In den frühen 90er Jahren war dann aber Schluss damit. Seitdem widmet er sich in seiner Kunst ganz dem Falten, das inzwischen seit über 30 Jahren sein einziges künstlerisches Gestaltungsmittel ist. Für seine Faltungen hat Peter Weber immer wieder neue Materialien verwendet. Zunächst Leinwand, die er faltete und auf einer Seite weiß bemalte. Er hat Faltungen aus Kunststoff geschaffen. Er hat Aquarellkarton gefaltet. Und er hat sogar Faltungen aus Stahl hergestellt. Bekannt ist Peter Weber vor allem aber für seine Faltungen aus dem Material Filz. Bei den Versuchen, den Filz dann zu bezwingen und zu falten, stellte ich fest, dass er doch die größte Power hatte. Alle Faltungen von Peter Weber entstehen grundsätzlich ohne Schnitte durch das Material, das immer in seiner Ganzheit erhalten bleibt. Für den Betrachtenden ist oft kaum nachvollziehbar, wie eine solche Faltung aus einer einzigen unzerschnittenen Fläche entstehen kann. Peter Webers jüngste Werkgruppe sind die sogenannten offenen Faltzustände. Sie bestehen aus Filz, aus sehr starkem Aquarellkarton oder aus Stahl. In den reliefartigen Faltzuständen scheint genau jener Augenblick eingefroren zu sein, der während eines Faltvorgangs regelmäßig genau dann entsteht, bevor man das Material wieder zurück in die Fläche drückt.